Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Naja, ihr seht es schon. Es ist alles andere als kühl hier. Aber unsere Rüstung sollte uns schützen. Dann haben wir das Problem mit der Hitze ja schnell hinter uns gebracht, oder? Die erste Etappe sozusagen, die ersten beiden Etappen und dann hat es eigentlich schon erledigt. Hä, meine. Okay, und der Tausch gegen 10 Löschechsen ist, denke ich mal, wirklich verkraftbar, oder? Ist das hier eine Höhle? Ich bin mir echt noch nicht sicher, was passiert, wenn wir an die Lava kommen. Oh! Oh Gott! Oh, oh Gott, habt ihr das gesehen? Schnell weg hier! Und hier ist doch ein Edelstein, oder eher gesagt, noch mehr Mineralien. Steinsalz und Bernstein. Nein! Okay. Wenn man in Lava fällt, sind wir direkt tot. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So. Nicht optimal, aber wir leben. Autsch. Oh, heiß, heiß, heiß. Oh. Richtiger Spießrutenlauf hier. Oh. Da ist ein Krog. Ihr wollt mich doch mal am Arm nehmen. Nein! Boah! Meine Güte! Hui, du hast mich entdeckt, obwohl ich über einen Lavastrom rumfliege und man eigentlich ein Selbstmörder sein müsste, wenn man mich erreichen will. Tschüssi, du Wahnsinniger! Ja, sehe ich genauso. Verdammt nochmal! Boah, wie es hier aussieht! Okay, das war falsch. Falsche Taste. Ah, ich glaube, der Todesberg ist wirklich ein Berg des Todes. Toll. Oh, das war knapp. Und die Musik passt so perfekt. Aber was mir auffällt, hier sind viel zu viele Rohstoffe. Viel zu viele. Echt der Wahnsinn. Leuchtstein. Leuchtstein. Und lass mich raten, Leuchtstein. Schaffen wir das? Also das war aber jetzt bis jetzt der selbstmörderischste Krog, muss man sagen. Weil die Lava ja wirklich den Tod bedeutet.
Aber gut, wir gehen zurück zur Südmine. Meine Güte, wir haben dort eine Menge Goronen, mit denen wir sprechen wollen. Ich freue mich schon. Nichts Besseres als Goronen. Ja, okay, vielleicht zwei Goronen, aber grundsätzlich. Tschüss. Hauptsache wieder ultra spannend, ne? Okay, Bogen kaputt, neuer Bogen her, wir haben ja genug. Ihr könnt auch jetzt gerne mal eben die Amiibo-Figur aufsetzen. Ja, ich weiß, ah, wie unnötig, wie gemein. Schummeln, aber... Ne? Ja, wir können das Ganze vielleicht braten lassen. Das ist total grausam, wisst ihr? Der Fisch ist gerade lebendig verbrannt. Das war ja so grausam. Und? Ritterbogen, Angriffskraft plus 6. Boah. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okidoki. Und wir gehen zurück. Hallo, meine lieben Goronen. Huhu. Boah, ist das atmosphärisch. Hallo? Haha, Bruder. Wenn ich glücklich bin, dann ist der Chef glücklich. Und wenn der Chef glücklich ist, dann ist ganz Goronia glücklich. Er hat sogar da Muttermal oder sowas. Dorel. Und los, grab das Erz aus. Dann verdienen wir uns alle eine goldene Nase. Ups, das geht dich ja eigentlich gar nichts an. Ja, okay, aber wer bist du überhaupt? Ich? Ich bin hier der Vorarbeiter der Goronischen Bergbaugesellschaft. Mein Name ist Dorel. Ich leite den Abbau hier nach Weisung des Chefs in Go... Alter Schwede. Pflichterfüllung nach Weisung, wisst ihr? Oh, Kommunalrecht. Ich leite den Abbau hier nach Weisung des Chefs in Goronia. Ja, ja. Heute heißt es wieder Graben, Graben, Graben. Gibt's sonst noch was? Ja, was ist denn Goronia? Goronia ist unsere Stadt. Die Stadt der Goronen. Wenn du dorthin willst, folge einfach dem Weg. Immer geradeaus. Als Julianer musst du aber aufpassen, dass du dich nicht verbrennst. Sonst noch was? Ja, harte Arbeit, oder? Jawohl. Der Reichtum von Goronia fußt auf der harten Arbeit, die wir hier leisten. Noch besser wäre es, in der Nähe des Gipfels zu graben, aber dieses Echsenmonster macht das unmöglich. Sonst noch was? Nee, danke, lieber Vorarbeiter. Oh, jawohl! Liebe Goron, mit ihrem Steinrücken. Und wer bist du? Grada. Er kann für uns in Akala mitarbeiten. Die Namensendung. Was willst du? Wie heißt du? Grada. Und jetzt? Das endet auf da. Ja? Ich muss jetzt arbeiten. Abends meine Schicht zu Ende. Da können wir in Ruhe reden. Was die für Riesenspitzhacken haben. Ja und? Na nee, auf Wiedersehen. Wir sehen uns abends. Die haben voll die hübschen Hüte auf. Und die Kinder. Du hast mich erschreckt. Was gibt's denn? Ja, wer bist du? Ich? Jengo. Ich muss mich gerade konzentrieren. Wenn du reden willst, warte bis abends. Okay. Hallo! Yippie! Hängt mir ein Kiesel im Gesicht? Nee, aber wer bist du denn? Ich heiße Pupunda. Ein Name mit da? Ja. Bist du stark? Ich bin stark.
Aber mein Bruder Grada, der ist noch stärker als ich. Grada war das hier, oder? Ja. Ah, ich glaube, wir haben unsere Arbeiter gefunden. Hey, hey, hey. Pick. Guten Tag. Ein Hylianer. Das geht nicht. Wieder guckt. Moment. Warum das denn? Geronie, regnet es? Es regnet Lavabrocken. Ja, ich muss aber dahin. Du willst dorthin? Du willst wirklich gehen? Nein, 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 nein. Das geht nicht. Hylianer sind zu empfindlich. Es sind nicht nur Lavabrocken. Der ganze Zwerg ist weiß. Moment, das stimmt nicht. Der ganze Berg ist ist heiß. Es ist jedenfalls zu gefährlich, sagt mein Papa immer. Hey, Pig. Oh, wieder ein Hylianer. Hylianer, es ist zu gefährlich, hier weiterzugehen. Wirklich? Ja, Hylianer sollten besser weggehen. Hör auf die Erwachsenen, sagt mein Papa immer. Auf mich hört ja keiner. Ich will auch Gorone sein. Da sind wir ja fast mit der Rüstung, ne? Okay, hier müssen wir also abends nochmal hinkommen. Way, ist hier irgendwo was? Vista Goronia ist da. Pflichterfüllung nach Weisung. Ui, fui, fui. Hey, es wird Abend. Toll. Ist das genial hier. Also von allen Vorstellungen über den Todesberg, die ich hatte, das ist alles tausendmal besser hier. Ah, tatsächlich, sie hören auf. Das Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Endlich Pause. Endlich verschnaufen. Ich suche mir ein schönes Sitzplätzchen, dann können wir quatschen. Dann viel Erfolg. Och, der ist auch wach. Hey, hey, Worin? Ich sollte mich mal an die Arbeit machen, ja. Geht der immer abends arbeiten oder was? Hey, du hast doch eine Altersruhezeit verdient, oder nicht? Du Armer. Eigentlich habe ich jetzt Pause, was willst du denn? Ja, wer bist du? Rada. Kannst du das denn nicht merken? Ich bin ein Bergarbeiter wie alle hier. Jeden Tag graben wir von morgens bis abends. So langsam habe ich es satt. Ich habe keine Lust darauf, an diesem Ort den Rest meines Tages zu verbraten. Ach, gibt es denn nichts irgendwo eine Arbeit, wo ich anderen mit meiner Stärke helfen kann? Oh doch, die gibt es. Was meinst du? Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Wo bekommt man diese Arbeit? Erzähl mir mehr darüber. Taburasa. Taburasa? Noch nie gehört. Komm schon, ich brauche Details. So. In Akala also. Taburasa, dort wird ein Kerl wie ich gebraucht? Akala ist gar nicht so weit weg von hier. Gut, so eine Gelegenheit muss ich beim Schopfe packen. Aha. Danke, dass du mir davon erzählt hast. Ich werde schnellstmöglich mit Pupunda aufbrechen. Tja, dann lass uns nicht lange fackeln. Pupunda, lass uns gehen. Auf Expansionskurs, neuer Eintrag. Gerade der Goron ist nach Taburasa gezogen. Und mit ihm auch sein kleiner Bruder Pupunda. Haben sie das Dorf sicher erreicht? Finde heraus, was aus ihnen geworden ist und berichte dann Dummster davon. Ja, aber erst gehen wir nach Goronia, oder? Was ist denn? Was ist das hier? Wie du siehst, bauen wir Erz ab. Das hier ist die Südmine.
Aber jetzt hat sich am Todesberggipfel ein Monster-Echse eingenistet. Am Gipfel des Berges findet man das beste Erz, aber jetzt müssen wir wohl oder übel hier graben. Genaueres kann dir der Chef in Goronia erzählen. Welcher Chef? Der Chef ist der schlauste, reichste und wichtigste Gorone in Goronia. Sein Name ist Bludo. Ihm gehören viele Minen hier. Dass wir Erz fördern und im ganzen Land verkaufen, das hat er sich so ausgedacht. Dem Chef haben wir zu verdanken, dass es Goronia so gut geht. Wir stehen alle in seiner Schuld. Uns doch etwas. Nee, danke. Bis dann. Und die schlafen hier erstmal. Und noch mehr graben. Ich kann nichts mehr essen, gell? Das ist so süß, dass die Schlafdialoge geschrieben haben, wisst ihr? Also dann. Weißt du, wie spät es ist? Wer bist du? Ein Reisender. Oh, der streicht sich über den Bart. Guckt euch an. Lüg mich nicht an. In meinem Alter weiß man, was man vor Augen hat. Ja, ja. Naja, ehrlich gesagt, ja. Ne? Recke und so weiter. Ist schon gut. Ja, ja. Du machst einen anständigen Eindruck auf mich. Ja, ja. In meinem Alter hat man einen Blick für so etwas. Du hast irgendetwas Besonderes. Ah ja. Gut, also, willst du doch etwas fragen? Ja? Ja, was ist das hier? Man sieht es ja. Eine Mine. Vom Verkauf des Erzes, das wir hier ausgraben, profitiert unsere Stadt. Goronia. Bis vor kurzem haben wir näher am Todesberggipfel gegraben. Aber diese Monsterechse hat uns hierhin vertrieben. Ja, ja. Sonst noch etwas. Goronia. Hat richtig leere Augen. Tut mir richtig leid. Goronia ist da drüben. Ja, ja. Aber lass dich unterwegs nicht von den Lavabrocken erschlagen. Und wer bist du? Orin. Ich komme aus Goronia. Ja, ja. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber zum alten Geröll gehöre ich doch nicht. Ja, ja. Sonst noch was? Nee, auf Wiedersehen. Ja, ja, ja. Tut mir total leid, wisst ihr das? Ich will auch so eine coole Laterne auf dem Rücken hängen haben. Das sieht so genial aus. Okay, so, jetzt aber weiter Richtung Goronia. Ich kann es kaum abwarten. Ich will Goronia endlich sehen. Ich habe echt von Goronia gar keine Ahnung. Wie die Häuser aussehen, wie die Stadt aussieht, ich habe keine Ahnung. Nee. Was machen die denn hier? Ich geh erstmal hier runter. Na gut. Macht aber schon Sinn, dass die Bockblinds auch zunehmend mit Metallbrücken arbeiten. Also hier würde ich auch kein Holz platzieren. Wenn sogar Pfeile direkt brennen. Oh nein. Ein Blutmond. Na super. Dann warten wir mal. Bevor wir uns in den Kampf stürzen. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen.
Link, sei auf der Hut. Nee. Ernsthaft? Ist das die Lösung? Puff, und weg ist er. Wirklich? Beinahe zerbrochen. Ja, wir haben ja auch noch unsere Duo-Lanze. Nehmen wir die erstmal. Trotzdem darf ich die Gegner jetzt nicht unterschätzen. Oh Gott. Oh. Oh. Nee. Danke, Mifa. Ich schätze dich. Mit der Faust wirst du immer zu viel Schaden. Boah. Hilfe. Was? Wer macht denn diesen Schaden? Alter Schwede, ist das krass. Au! Boah! Mann! Boah! Was haben die für Schaden gemacht? Ach du Schande, nee. Wäre auch zu schön. Boah, okay. Drei Kisten, das ist aber eine sehr, sehr großzügige Belohnung.
Felsenspalter. Mit Gnadenstoßbonus. Ritterschild. Ist zwar Quatsch, weil unser mehr aushält, aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Und Toppers. Was schon mal gut ist, vielleicht für einige von euch, wer von euch Regen nicht mag, der ist hier genau richtig aufgehoben. Ich glaube, Regen werden wir hier nicht sehen. Okay. Boronia, ich komme! Irgendwann. Aber wie viel es hier zu holen gibt. Ist das da schon die Brücke? Ja. Das ist die Brücke, die dann hoch Richtung Titan führen wird. Muss ich diese Markierung verstehen? Was heißt diese Markierung? Wir setzen uns hier mal ein Sternchen hin. Ich weiß es nicht genau. Aber ich will weitergehen nach Goronia. Es tut mir echt leid, aber... Oh. Wow! Wow! Was zum Teufel? Okay, stopp. Was ist denn jetzt los? Au. Was war das denn? Ein freundliches Willkommen oder was? Schrein in der Nähe. Natürlich. Boah, und der Berg. Ich denke mal, dazu muss ich nichts mehr sagen, oder? Aber was sieht man hier? Eine Goronenstatue. Ob gut getroffen oder nicht, wage ich jetzt mal nicht zu beurteilen. Ah, und seht mal, Goronen kämpft auch mit Steinbrechern. Goronia! Schicker Helm!
Willkommen, edler Link. Kennen wir uns? Sag mir lieber, ob du die Lavabrocken eben gut überstanden hast. Wegen dieser Lavabrocken kommen kaum noch Besucher hier lang. Mir ist so langweilig, dass ich jeden so begrüße, als wäre er einer der legendären Recken. Link war der Hylianer, der vor 100 Jahren gemeinsam mit unserem Recken, dem legendären Daruk, gekämpft hat. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, frag doch den Chef ganz hinten in der Stadt. Hallo? Was bringt dich denn hierher? Ja, der Titan eigentlich. Da bin ich überfragt. Wenn du mehr erfahren willst, versuch's mal beim Chef. Der weiß eher was ist darüber als ich. Ja, hallo? Was denn? Gibt's hier Sehenswürdigkeiten? Nanu, hast du eben nicht gesagt, du bist wegen des Titans hier? Willkommen in unserer Stadt. Wegen dieser Hitze und der erhöhten Brandgefahr kommt kaum noch Hylianer hierher. Ich hoffe, dir gefällt es hier. Ja. Hallo? Ja, ich komme wegen Geschäftlichem. Nanu, hast du nicht eben gesagt, du bist wegen der Sehenswürdigkeiten hier? Geschäftliches, verstehe. Lass mich raten, Edelsteine. Goron hier war immer schon dafür berühmt. Wir Goron ärgern uns, wenn wir beim Essen auf einen davon draufbeißen. Aber die anderen Völker zahlen uns aus irgendeinem Grund viel Geld für die Dinger. So sind der Chef und ganz Goron ja reich geworden. Und die Musik, ne? Schön, dass ihr darauf eingeht, was wir sagen. Ja, ich liebe es. Oh, wie geil ist das denn? Das ist ja noch milliardenmal besser, als ich dachte. Und dazu die Musik, wisst ihr. Wir trainieren an den Schneidklippen im Norden des Todesberges. Wenn ihr zusehen wollt, kommt zu den Schneideklippen. Gezeichnet Bakat Hil Kavati. Schneideklippenbergen. Ah, seht mal, so wohnen also Goronen, ja? Zum Mittag leckere Steine. Zum Nachmittag noch mehr Steine. Sie schlafen in Steinbetten. Haben Steinkannen, ihre Flüssigkeiten, natürlich Leuchtsteine als Lampen. Ach man. Nee, was machst du denn hier? Ich habe schon viel erlebt, aber diese brennende Hitze ist wirklich brutal. Ohne Brandschutzmedizin würde ich sterben. Ich glaube nicht, dass ich hier malen kann. Ich werde diese Landschaft später aus der Erinnerung zeichnen. Hallo, so sieht man sich wieder. Bist du auch auf Reisen? Ich war schon in allen Ecken von Hyrule, also kann ich dir vielleicht ein paar interessante Orte empfehlen. Wenn du mir ein Bild zeigen willst, dann nur zu. Ja, vielleicht eins von Zeldas Fotos. Das ist Schloss Hyrule. Und der Wald von Hyrule im Norden davon. Wenn man von einer Anhöhe südöstlich des Waldes hinabblickt, müsste man diese Landschaft sehen können. Apropos, weit im Süden von hier befindet sich der Stall des Waldes. Im Norden des Stalls soll ein Hügel mit einer prächtigen Aussicht liegen. Tut mir leid, mehr weiß ich darüber auch nicht. Oh, hallo. Möchtest du mir das Bild nochmal zeigen? Nee, gerade nicht. Oh, nein, sag Bescheid, wenn ich dir helfen kann. Immerhin bin ich dir etwas schuldig. Ist das ein Haar? Ist einfach ein Pinsel. Wie genial ist bitte Goronia?